at the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche. It's back on its wheels and it can keep going. Ich mag irgendwie gar nicht so weit vorne starten. So ungefähr. Ja, wie gesagt, 6 Minuten sind lang, ne? 40 Minuten sind lang. Ja, gestern waren sie schnell vorbei, definitiv. Da bin ich hier noch nicht mal über Startziel, über bis ans Ende der Geraden gekommen. Ja. Ich hab mir da irgendwelche Ich fand den gut mit diesem Matten, diesem Silbermatten. Hallihallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen aus Rot Atlanta. VHS GT Sprint Challenge steht heute auf dem Plan. 28 Fahrer stehen am Start und da ist das ganze Feld auch schon auf die Reise gegangen. Von Atlanta, ein schwieriger Kurs, 12 Kurven, 4,08 Kilometer lang. Und es gibt hier ein paar sehr, sehr schwierige Kurven, die eine einzählbar sind über die Kuppe. Gestern von Tommy schon mal angetreten und direkt am Start abgeräumt worden, deswegen heute neuer Versuch. 28 Fahrern, Startplatz 7, Wahnsinn, super. Und dann gucken wir mal, was heute geht. Die VHS GT Sprint-Serie hier bei iRacing, die absolut beliebteste. Deswegen auch höllisch stark besetzt und immer sehr schwierig, muss von Anfang bis Ende voll konzentriert sein. Viele neue Ferrari GT3 am Start und auch viele BMWs, aber der Tommy, der startet im neuen Porsche GT3 und ein schönes Fahrzeug. Wie bitte? Alles gut, ja. So. Lasst euch nicht irritieren von der Uhr, denn die Anzeige zählt hier die Einführungsrunde mit und das Rennen dauert aber 40 Minuten ohne Einführungsrunde. Das heißt, wir werden dann insgesamt 30 Runden sehen. Tempo. Und der Jonathan Warren, wie es aussieht, der startet aus der Box. Ne, eine. War eine ganze. Das ganze Feld befindet sich schon auf der Gegengeraden, alle bereiten sich vor und da dürfte das in ein paar Sekunden, wenn das Pacecar abgebogen ist, dann auch gleich losgehen. Und die Zielkurve ist ganz schön schwierig. Boah, ey, ist ja nicht so, dass man nicht aufgerückt ist. Ich war schon am Rennen, ne? 28, meine Güte. Ja. You are joking. I'm sorry, but... Die Anspannung steigt und es gibt hier schon vorm Start der ersten Diskussion. Da bin ich aber mal gespannt. René Strasser vor Moe Hussein und Matteo Marini, danach Thomas Bastin und da schauen wir mal. Jetzt können wir jetzt gleich in die Boxengasse abbiegen. Okay. René Strasser wird einen Start geben. Uns die Sache mal an. Ich glaube, ich habe einen Spotter. Ja, das Feld biegt ab. Start ist hier geraten, freigegeben und schon kracht es noch vor, direkt am Zielstrich. Joey Hussi ihn nutzt, Gunst der Stunde und hinten bei und der kracht schon wieder, Plätze 2 und 3. Uiui, da werden wir doch gleich nochmal im Replay sehen, was da abgegangen ist. Aber hier hat es schon einige Opfer bekommen. Genau, zum Glück, wie es aussieht, der Tommy nicht beteiligt. Und hier sehen wir das gleich nochmal im Replay. Oben Matteo Marini legt sich quer und geht quer durchs Feld und dann gilt Sousa und Anthony Gobert, die hier in die Quere kommen. Und weiter hinten kommt der ein oder andere, wie seht ihr, Stefan Frank auch noch mit da rein. Also
Tommy gleich ein paar Plätze gut gemacht. Ist ja super gelaufen. Hier umsetzt nochmal Markus bei Wodan. Fünfte Position liegen. Zum Glück passiert. Jetzt gucken wir hier unten nochmal. Jonathan Born. Hier sind ein bisschen durch die Gegend. Ein und direkt. Er rennt zu Ende. Aus der Box nachgestartet. Aber genützt hat nichts. Eine ziemlich turbulente Startphase, muss man sagen. Da kracht er gleich noch einmal rein, der Kollege. Ist das Rennen schon gelaufen. Und hier Tommy kämpft. Da oben gucken wir mal. Massimo Garbellini, oh, abgedrängelt. Geht, muss einen weiten Weg gehen, verliert da ein, zwei Plätze. Aber herrlich hier die Kämpfe, alles dicht und eng bei Saft. Heiko Lubina, denn hinter den Jörg, die mittlere 10, 11. Oh, und da fliegt der Heiko Lubina ab. Ihr seht hier oben nochmal. Replay. Kann schlägt hinten. Kann weiter natürlich Heckflügel kommen, muss an die Box fahren. Schade. Boah, ich muss ruhig werden, ey. Bei dem Tobabo hat er Tommy schon recht. Muss er erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Ist ja ganz schön was los hier in den ersten zwei Runden. Wahnsinn, aber besser als wenn hier gar nichts los wäre. Nehmen wir mal den Maxime Fougereau. Ein Stück weiter vorne, der Martin Noller. Oh. Kampfgruppe und hier. Sind wir mal ganz vorne, der Moi Hussi ihn schon ein Stück weg vom René Strasser. Da ist eine kleine Lücke. Der ist schon auf dem vierten Platz, hinter ihm der Chris Perry und der Massimo Garbellini. Wir sehen hier im Mittelfeld Junior Yearwood, Platz 14, um den rum. Eine riesengroße Kampfgruppe, alles ganz eng beisammen. Vor ihm Maxime Fougereau blockt, ihm auch gut gelingt. Ihr seht es hier, oh, ganz schön rund. Auf Ferenc ein bisschen abgekürzt. Wir fahren jetzt hier mit dem Junior Yearwood mal mit. Hat gesehen, blind muss man die Kurve einlenken. Da haben wir hier diese GT3-Rennen. Hier haben wir die Plätze 12 bis 17. Haut enge Kiste, geht in die dritte Runde. Und der Cedric Simon, der zeigt sich schon mal. Rückspiegel vom Junior, aber der lässt sich nicht beeindrucken. So gerät der Cedric unter Druck vom Lausanne Ferenc. Eng hier. Er ist im System, alle ganz dicht beisammen. Die Sichte hier ist enorm hoch. Und ihr seht hier als Fahrer, du stehst hier pausenlos unter Druck von deinen Gegnern. Du hast hier keine Ruhe und musst immer am Anschlag sein. Aber Tommy, der macht seine Sache hier spitzenmäßig. Platz 4, jetzt sind wir mal wieder ganz vorne. Moi Hussein verteidigt die Führung. Als Bruder gestartet, hinter ihm der René Strasser immer noch. Das Bastian auf dem dritten und er ist auf dem vierten. Da sind wir wieder bei unserer schönen Kampfgruppe auf der Gegengeraden. Hier ist Cedric Simon im BMW, versucht am hiervon vorbeizugehen. Und ja, Seite an Seite fahren sie hier. Ah, Boxenstopp muss man machen, glaube ich. Richtung Start und Ziel, oben zur Kuppe. Da Ferenc, der wartet auf seine Chance. Und dann haben wir auch noch den Patrick de Vries, der sich das Ganze anguckt, in dem wunderschön lackierten BMW. Haben wir hier praktisch eine Viererkampfgruppe BMW. Oh, der Lausanne Ferenc geht jetzt außen vorbei. Herrliches Manöver, super gemacht, muss man sagen. Und da stand auch einer rum, da werden wir bestimmt gleich sehen, was da los war. Aber super, der Lausanne Ferenc sich nach vorne gekämpft. Hier der Cedric Simon, Platz verloren. Und da sind wir vorne beim Tommy. Fehlerfrei vorne mitkämpfen. Wahnsinn. Ja, ein bisschen verloren auf dem Vordermann des Straßen, also den letzten beiden Kurven. Kämpfen wir mal, Patrick Ries. Im Ausgang hat der Hintermann auch besser sich. Schlägt er ein, um Richtung Sonne. Bisher super Rennen. Hier sehen wir den Martin Noller, den Dylan D. und den Maxime Fougereau im Kampf. Und der Junior Yearwood, der musste schon ein bisschen abreißen lassen. Vierte Runde, gleich beendet. Absolute Sahne, diese GT3-Rennen. Beste Erfindung im Sport, muss man schon sagen. Vordermann dreht sich. Die haut eng
die Autos hier ausbalanciert sind, obwohl es verschiedene Klassen sind. Sahne. Wo man zuerst hingucken soll, ein Spitzenrennen. Überall wird gekämpft. Und jetzt sehen wir hier mal den Thomas Bastin auf Platz 3 liegen. Direkt vor dem Tommy fliegt ab. Und der Tommy hat wieder Platz gewonnen und liegt somit auf Podestkurs. Wow! Es wird immer schwerer im Dunkeln die Einlenkpunkte zu treffen. Ne? Das ihr seht selbst, wie stressig der Kurs für jeden Rennfahrer ist. Du bist hier ständig am Anschlag. Du hast die ganze Zeit Druck und vor allen Dingen sehr schwierige Kurven. Meine Theorie bestätigt sich mal wieder. Unser bester Mann im Stall, der Tommy, der läuft zur Höchstform auf. Wir haben hier jetzt mal wieder hingucken, der Dylan Day, der Martin Noller und der Maxim Foucherot, die jetzt schon von Anfang an hier. Und lang sieht sich das ein kleines bisschen auseinander, das Feld. Aber trotz allem kannst du hier nicht nachlassen, denn wir haben ja hier auch einen Pflichtboxenstopp, zu dem jeder kommen muss und ein bisschen Sprit nachtanken. Und jeder, der dann Reifen wechselt, der hat schon verloren. Die Reifen durchhalten. Guck mal, das Rennen ist ja noch am Anfang. Wir sind jetzt in der 6. Runde. Da haben die Fahrer hier eingeschossen. Wir gucken hier. Wieder nach ganz vorne, der Boy Hussein und hinter ihm der René Strasser, die jetzt schon unten Vorsprung haben auf den Tommy, das mit dem Chris Perry zu kämpfen hat. Die Lackierung der Boy Hussein vorne und der fährt bisher fehlerfrei und super schnell mal wieder zurück. Hier der DLT, die ganzen von dem Martin Noller und der Mann, der hängt noch hinten dran, während der Lassau fährt. Ich werde nicht los da hinten. Perrin abreißen lassen musste. Und jetzt schon ein paar Sekunden dazwischen sind. Jetzt gucken wir mal hier. Platz 8, der Josef Gerson. Basti. Ich weiß auch nicht, wo ich noch ein Quäntchen rausquetschen kann da. Hier wieder der DLD, der jetzt angegriffen wird von dem Martin Noller. Und ich denke mal, der Martin Noller ist jetzt vorbeigegangen. Ja, da sehen wir es. Super Kämpfe hier und alles ziemlich fair, muss man sagen, bis auf den Start, der ein bisschen verrückt war, weil eigentlich hier zu viel Volt. Und Dunkeln hier ist so schwer, weil dass die Kuppel runtergeht, da sieht man so schlecht die Kurven, weißt du, die Curbs. Ihr hört, die Fahrer, die haben langsam Probleme mit der Sicht, weil die Sonne untergegangen ist und es langsam immer dunkler wird und wir in die Nacht hineinfahren. Runde 7 und ihr seht hier den Martin Noller und vor dem fährt der Jörg Dimitris als einziger hier in dem alten AMG und er hält sich hier gar auf dem 10. Platz. Top 10 mit der alten Kiste ist schon gar nicht so übel. Ist auf jeden Fall eine gute Schlange hinter mir, ne? Da sind ein paar Autos mit wenig Abstand, das sehe ich im Rückspiegel. Und dann schauen wir doch gleich mal zum Tommy hin und dann sehen wir es, naja, einen vernünftigen Abstand. Die sind nicht direkt dran. Direkt dran ist nur der Chris Perry. Die haben alle einen kleinen Sicherheitsabstand, aber trotzdem ist das ziemlich unangenehm, die ganze Zeit sowas im Rückspiegel zu haben, muss man echt sagen. Aber wie immer Wahnsinn, Tommy ohne Hochdruck macht da keine Fehler und fährt hier auf Podestkurs. Wahnsinn. Und auch der Moe Hussein in seinem wunderschön lackierten Ferrari, ihr seht es hier, leistet sich bisher absolut keine Fehler, sauber. Hat jetzt schon 2,5 Sekunden Vorsprung. Und hier sehen wir mal den Jonathan Mann, der am Anfang schon einen Unfall hatte. Und wieder beim Tommy. Fehlerfrei fährt er hier durch die Gegend, da der René Strasser auf dem 2. Platz. Mal gucken, ob er noch dran kommt. Da haben wir wieder unseren Martin Noller im Blick und da oben der André Andres, Position 19, nach Start und Ziel, dreht sich ein und oh, kann den Einschlag in die Mauer verhindern. Auch alle anderen kommen ganz gut vorbei, nichts passiert, umdrehen, weiter geht's. Nur ein paar Sekunden verloren. Ja, größer. Von 0,8 auf eine Sekunde. Und hier sehen wir den Josef Gerson, der den Thomas Bastin unter Druck setzt und vorbeigehen will. Gegen gerade. Und jetzt gehen sie, ja, er lässt ihn vorbei.
Sachsen vorbei. Der Thomas Bassin, der gibt sich geschlagen und hat jetzt gleich den Lukas Bettine im Nacken. Wir haben jetzt, glaube ich, fast 2 Zehntel verloren. Nach der langen Geraden da. Nee, greift nochmal an. Ist wieder vorbeigegangen an den Josef Gersen. Wow, super Manöver. Ihr seht, einige stehen schon in der Box. Lukas Bettine ist jetzt auch an dem. Und der Josef Gersen, ihr seht, der geht hier oben an vor der blinden Kurve wieder vorbei. Außen, wow, super Manöver. Tolles BMW-Duell. Die neuen BMW M4 GT3. Zahlreich vertreten hier im Feld, während der ganze Ferrari gar nicht so oft zu sehen ist. Aber man muss sagen, die GT3-Rennen, die sind absolute Sahne anzugucken. Der Sound, die verschiedenen Autos, die Ausgeglichenheit. Der ist immer wieder vorne bei unserem Tommy. Der Chris Perry, der hängt ihm aber richtig am Turbo. Dem holt auch der Marco ab, von hinten. Was sagst du? Ja. Ich war vorne schon ein paar Sekunden davon enteilt ist und der Moe Hussi ihn einsam oder voller. Die Kurve, da kommt er jetzt voll dran hinten, aber ich weiß nicht warum. Ganz früher oder später? Sieht, hier sind wir wieder im Mittelfeld. Lukas Bettine, Platz 9. Dahinter der Martin Noller auf dem 10. Davor der Josef Gersen und der Thomas Bastin. Alle in dem BMW. Und alle zusammen hier. Wir kommen jetzt in die 10. Runde, also ein Drittel des Rennens absolviert. Oh, hier im Dunkeln runter, das ist voll schwer. Die vorderen zwei Plätze, die scheinen vergeben. Der Moe Hussein, der leistet sich absolut keine Fehler. Und auch der René Strasser, der sieht relativ sicher aus, aber dahinter noch alles offen und die Boxenstopps stehen ja noch an. Du kannst einfach dein Geld noch nicht auf irgendeinen setzen. Hier fahren wir mal mit dem Lukas Bettine, Position 9 mit, der sich jetzt hier das Duell anguckt. Oh, ihr seht's. Josef Gersen hat den Thomas Bastin überholt und hat gleich noch eine mitgegeben. Dafür bedankt sich der Thomas Bastin mit dem kleinen aufmunternden Lichtkonzert. Also das Rennen, das bietet hier wahnsinnig tolle Zweikämpfe die ganze Zeit. Jetzt versucht der Lukas Bettine auch an den Thomas Bastin vorbeizugehen und schafft er noch nicht, aber hat sich schon mal gezeigt und gibt auch schon mal Signale. Das ist schon wieder 0,2 geworden da. Aber der Thomas Bastin kommt hier ein ganzes Stück besser raus und dürfte wohl jetzt keine Probleme haben. Während der Martin Noller jetzt sein, wie ich sehe ich hier gerade und näher kommt. Also das Rennen hier, das ist von Runde zu Runde. Jetzt vorne bei unserem Tommy, wo auf dem 3. Platz fährt. Jetzt fahren wir mal mit dem Führenden, der Moe Hussein. Ein Uhrwerk. Geht Wahnsinn. Da kann man nur den Hut ziehen. Und hier Thomas Bastin wieder unter Druck von Lukas Bettine. Der sich ja heute nur zeigen konnte und noch nicht vorbeigeht. Oder obwohl, jetzt geht er innen rein. Zack. Oh, ey, die ganze Zeit hat der Typ da hinter mir da 0,7. Ja, das macht das Ganze nicht einfach. Oh, jetzt hat er eine mitgegeben. Der Martin Noller ist auch noch hinten drauf gefahren. Das gibt ja alle ein paar Incidents. Aber jetzt sehen wir uns das hier oben nochmal an. Ich verliere ich auf den, aber ich weiß nicht warum. Thomas Bastin, der lag am Anfang noch auf dem 3. Platz und ist dann erst ausgerutscht und jetzt, naja, 50-50, sagen wir, abgeschossen worden. Er hat ihm innen ja keinen Platz gelassen. Und da Martin Noller ist an Lukas Bettine vorbeigegangen. Und hier haben wir auch nochmal den Maxime Fouchereau, der den Lukas Bettine jetzt abräumt und in den Dreher schickt. Naja, der ist zum Glück nicht eingeschlagen, aber wir sehen es jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Der Martin Noller geht vorbei an dem Lukas Bettine. Oh. Er versucht zu kontern, der Martin Noller macht schön dicht. Und ausgeholt. Der Maxime Fouchereau, der wettert seine Chance und räumt ihn ab. Ah ja, Pech gehabt. Zweimal in einer Runde den Unfall verwickelt. Schade. Eieiei. Naja, Nutzer gleich von Boxenstopp. Seht ihr's? Hier haben wir mal den Jörg Dimitris in seinem wunderschönen AMG im Blick, der sich hier keine Fehler leistet und mittlerweile im
Top 10 angekommen ist. Platz 10 vor ihm, Maxime Bougereau. Und der Martin Noller, der ist mittlerweile schon 8er. Auf dem Platz 7, Josef Ersan. Naja, vorne hat sich nicht viel getan. Moe Hussein vor René Strasser und mit Tommy. Wir bewegen uns langsam auf Halbzeit zu. Geht gleich in die 13. Runde. Es sind ringsherum überall noch Kampfgruppen unterwegs, wo sich die Positionen ändern können. Ich glaube, 22 Fahrer sind noch im Grid. Der Rest ist schon durch Unfälle oder was weiß ich ausgeschieden. Am Anfang mittlerweile alles sehr gesittet. Immer wieder vorne bei der schönen Dreiergruppe. Die drei Porsche kämpfen gegeneinander. Der Porsche ist dieses Jahr auch erst neu dazugekommen. Ich habe selber nicht. Ich habe mir sagen lassen, dass es sich wunderschön fährt und der Sound ist sowieso absoluter Sahne. Und hier schauen wir uns gemeinsam mit dem Chris Perry mal den Tommy von hinten an, der die ganze Zeit unter Druck der anderen steht und mal gucken, wie lange er den durchhält. Dahinter der Massimo Gabellini, der holt auch langsam auf und schiebt sich alles ein kleines bisschen zusammen, muss ich sagen. Das hält sich ja schon immer ein bisschen auseinandergezogen hat. In Runde 13, die 14. Runde beginnt gleich. Man kann sich hier keine einzige Minute ausruhen. Du hast die ganze Zeit einen Gegner im Nacken, der ja auch noch einen Windschatten hat. Und jetzt setzt der Chris Perry an. Oh, da wird jetzt geht er vorbei am Tommy. Und der Marco nutzt die Gelegenheit, oder? Nee. Stellt sich nochmal hinten an. Oh, fast wäre Tommy noch mit dem Chris Perry kollidieren. Marco nutzt jetzt seine Chance. Nee, der Tommy kann nochmal vorne bleiben. Und dann ist auch der Massimo Gabellini wieder rangekommen. Alles ein bisschen zusammengeschoben, während der Chris Perry gleich sein Heil in der Flucht sucht, ja, gegangen ist und es draußen stockdunkel ist, aber das Strecke eigentlich für uns Zuschauer recht gut beleuchtet. Hier sehen wir der Heiko Lobina mittlerweile auf Platz 17 zurückgefallen. Hatte vorhin in der Kurve schon auf der anderen Seite Pech und diesmal dreht er sich nach innen ein und dort die Mauer, aber nicht viel passiert. Ich denke, man kann weiterfahren, aber das Rennen kann er an sich vergessen. Das Ganze hat sich jetzt hier zu einer Fünfergruppe zusammengeschoben. Die zwei BMW hinten haben aufgeholt. Ihr seht hier den gelben BMW von Massimo Gabellini und dahinter der Josef Gersan. Und der Martin Noller ist auch nur noch 3 Sekunden hinten dran. Also da ist noch alles möglich. Und jetzt greift der Marco den Tommy an und bremst sich da wahrscheinlich. Ihr seht, er bremst sich vorbei. Der Tommy gibt nach. Zügere gibt immer nach, aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Wir gehen jetzt in die 15. Runde, Halbzeit. Immer noch Top 5. Und jetzt macht sich der Marc vor auf die Verfolgung von dem Chris Perry. Tommy dicht dahinter. Massimo Gabellini auf Platz 6 und Josef Gersan Platz 7. Kann man vor allem nur den Hut ziehen, jetzt haben wir einen überrundet nach vorne dran, glaube ich. Ja, mit Stefan Frank, der am Anfang schon einen kleinen Incident hatte. Mal gucken. Oh, und da geht der Chris Perry weit. Das gibt sicherlich eine Strafe. Ein bisschen langsam. Man sieht schon, der muss hier das ganze Feld vorbeilassen und der Tommy bekommt, wie es aussieht, seinen Platz wieder. Ja. Wir gucken hier uns das nochmal in der Wiederholung an. Ausgangs der SS, ein bisschen zu weit rausgekommen, nichts passiert, aber natürlich ein Slowdown kassiert und jetzt greifen sogar die zwei BMW noch an und er fällt vom dritten auf den 7. Platz zurück. Schade für ihn. Aber immer noch wird hier überall hart gefightet. Alles eng beisammen und alles kann noch passieren. Alle haben so ihren Boxenstopp auch noch vor sich. Ihr seht hier wie an der Perlenschnur auf der Reihe. Du kannst hier wirklich keinerlei Fehler erlauben in diesem hochkarätischen Feld. Josef Gersan macht dem Tommy nur langsam Druck.
dahinter schon eine kleine Lücke. Oh, da ist ganz gespannt die SS. Beide gut erwischt. Ich will jetzt sehen, Tommy seine Haut stecken. Ah, da habt ihr es gerade noch im Augenwinkel gesehen, er ist vorbeigegangen. Anderes Modus, hier haben wir den Disperi, Platz 7. Hinter dem Massimo Carmelini und der Martin Noller ist jetzt schon dran. Wie gesagt, hat sich alles wieder ein bisschen zusammengeschoben. Die Jungs, die fahren hier alle auf einem sehr hohen Niveau. Und in der Zwischenzeit ist es auch tiefste Nacht geworden. Das heißt, die Jungs, die sehen ein ganzes Stück weniger wie wir jetzt hier. Ein Bild haben wir gerade in dem gelben BMW, den Massimo Gabellini, eine kleine Lücke nach vorne zum Tommy, der zwar überholt worden ist, aber trotzdem immer noch im Windschatten dran bleibt. Wir fahren hier mal ein Stück mit dem Tommy mit. Und jetzt gucken wir mal weiter nach hinten. Der Colin Patterson, Position 13 in den SS. Ich denke mal, er ist hier genau außen drauf gekommen, eingedreht und eingeschlagen. Oh, ich hoffe, es ist nicht allzu viel passiert, aber natürlich wird er so einige Plätze verlieren und mal an. Kurze Box, ihr habt es gesehen, das Auto hat gefallen, die kurze Box, ich glaube, ist da fertig, auf jeden Fall. Während hier vorne mein Teamkollege weiterhin ganz tapfer Top 5 verteidigt. Wahnsinn, in so einem engen Feld, auf so einem hohen Niveau. Ich bin schon gespannt auf die M-Tech. Die Major-Serie dieses Jahr ist ja auch megamäßig gelaufen. Der Tommy, der hat unter anderem Daytona 2.4 gewonnen, beim Daytona 500 als Zweiter ins Ziel gekommen, Formel 1 in Monza auf dem Podest gestanden, 24 Stunden von Le Mans sind wir als Zweiter durchs Ziel gefahren, der Tommy ist als Dritter beim Einzelrennen ins Ziel, durchs Ziel gefahren, also absolute Sahne. Und ihr seht ja hier, ohne Hochdruck läuft mein Kollege zu Hochstrom auf. 20 Minuten habe ich noch Sprit. Ihr habt es gerade gehört, 5 Minuten Sprit, das dürften 2 bis 3 Runden sein. Ich schätze mal sicherheitshalber 2, bei der Gempel 3. Die ersten haben schon ihren Boxenstopp absolviert. Das ist jetzt der Colin Pattinson, naja, der war ja gerade eingeschlafen. Jetzt gucken wir mal hier nach ganz vorne wieder den Moe Hussein. Mittlerweile 5 Sekunden Abstand zum René Strasser. Der wiederum 12,5 Sekunden zum Hintermann. Ihr seht hier, der René einsam und verlassen, fährt er sein Rennen fehlerfrei, aber halt die Pole Position nicht in den Sieg umgemünzt bisher. Auf dem dritten hier der Marco, der jetzt mittlerweile auch schon einen schönen Abstand hat. Dahinter Josef Carson und Josef Gerson meine ich. Und hier sehen wir den Chris Perry mal auf dem Platz 7. Nein. Ich glaube, ich fahre jetzt auch in die Box. Weiß noch nicht, wie viele Liter. Da haben wir es gerade gehört. Trotz kleiner Spritreserve macht der Tommy einen Undercut und fährt in die Box. Mal gucken, vielleicht kann er was rausholen. Die Boxenstopps vom Tommy sind immer tipptopp. Hier sehen wir es gerade noch. Der Josef Gerson, der wird wohl da wahrscheinlich auch an die Box gehen. Der hat das gerochen. Und auch der Chris Perry macht einen Abstecher an die Box. 31. Also da versuchen einige zu undercutten. Mal schauen. Hier sehen wir den Heiko Lobina und dahinter den Damien Watson. Heiko Lobina, Platz 16, vorhin noch ganz vorne mit dabei gewesen. Nutzt trotzdem das Rennen, um zu Ende zu fahren und zu üben. Finde ich sehr löblich. Von denen haben wir ja bisher nicht viel gesehen da hinten. Hat eigentlich ein sehr, sehr hohes Safety-Rating, 4,9. Wahnsinn. Und 1800er I-Rating. Das ist kein Nasenbohrer. Und auch er fährt jetzt an die Box, haben wir so mal kurz im Anschnitt gesehen, hier der Dylan D. Und dann kommt der Chris Perry wieder aus der Box raus und der fährt direkt an seinen Popo dran. Das gibt sicherlich auch noch das ein oder andere Gerangel. Tommy als Sechster wieder rausgekommen, aber natürlich vor ihm noch Cedric Simon und Junior Yearwood, die an die Box müssen. Wir haben Tommy gerade gehört und wir haben es auch kurz gesehen. Da ist gerade wieder jemand abgeflogen. Oh, ja, was mache ich denn? Chris Perry ist auch gerade an dem vorbeigefahren und jetzt sehen wir es oben. Es war der Martin Noller. Oh, schade.
der nach dem Boxenstopp auf Platz 12 wahrscheinlich aus der Box rausgekommen ist mit kalten Reifen in SS. Verliert das Auto. Ah, das ist im Dunkeln. Das, ich weiß nicht, ob das an der Brille liegt, so, ne? Aber das ist echt krass. Natürlich nichts passiert, der eingeschlagen, aber oh, gleich ein paar Plätze und ein paar Sekunden verloren. Schade. Bis jetzt sind einige Autos dran vorbeigegangen. Hier sehen wir mal den Thomas Bastin und den Michael Goubert. Der Thomas Bastin gerade an dem Michael Goubert vorbeigegangen oder umgedreht. Der Tommy macht mal eine Runde mit. Der Michael Goubert, der eine Runde zurückliegt oder ein paar Runden. Der wird wohl jetzt hier noch ein paar Runden zu üben nutzen. Und da geht der Lazar Ferret vorbei und verliert die Kiste und kriegt von dem Michael Goubert gleich noch eine mit. Das gucken wir uns hier oben nochmal an. Gesetzt, nicht rüber, zu schnell eingelenkt, verliert das Auto und kriegt noch eine auf die Ecke. Naja, da kann doch Michael aber nicht viel dafür. Hätte vielleicht vorbei an der Seite fahren sollen zum Platz lassen, aber das macht er eigentlich auch nicht. Hier sehen wir mal den Maxime Fougereau. Platz 9 mittlerweile. Jetzt sehen wir mal den Thomas Bastin, Position 16. Oh. SS hat das Auto verloren. Jetzt hat er überhaupt ein bisschen den Faden verloren, muss man sagen. Hält immer weiter zurück. Schade für ihn. Rennt gelaufen. Bisschen zu viel benutzen. Jetzt sehen wir nochmal den André. Andres, Position 14, die hier einfach stumpf geradeaus fährt und das Auto verliert, oder liegt wohl doch ein bisschen was im Arm. Werden wir hier wieder vorne beim Tommy sind. Ein paar müssen noch an die Box. Aber irgendwie fehlt mir hier der René Strasser. Wer weiß, was mit dem passiert ist. Runde 21 von 30. Wir haben hier den Maxime Fougereau im Blick, der den Massimo Gabellini jagt und davor der Tommy mit ihrem kleinen Sicherheitsabstand. Und hinter dem Maxime Fougereau der Dylan D. Und auch der Chris Perry, der kommt schon wieder langsam in Sicht. Auch der Martin Nöller, der hat sich gefangen nach seinem Ausritt. Hier geht wieder der Blick nach vorne. Der Tommy auf der Verfolgung von dem Josef Gerson. Im Gras kann man schlecht beschleunigen, ey. Boxenstopp bereinigt. Haben wir jetzt den Mori Hussein wie vorhin. Vorne, René Strasser ist plötzlich weg, der steht in der Box. Warum, weiß keiner. Deswegen jetzt Marco auf dem zweiten Platz. Dahinter auf Platz 3 im BMW der Josef Gerson, der Tommy auf Platz 4. Hier gucken wir mal nach hinten, der Heiko Lobina. Und vor ihm der Stefan Frank, überrundete, macht aber schön Platz, lässt den Heiko Lobina vorbei. Hier haben wir den Josef Gerson in der Verfolgung von Marco. Noch 8 Runden Zeit. Und direkt dahinter der Tommy, lasst euch von der Anzeige blenden. Die wird erst nach der Zieldurchfahrt wieder auf die Richtigkeit gestellt. Der Josef Gerson, der macht ja hier richtig Druck auf den Marco. Mal gucken, wie lange der Marco das aushalten kann. Aber der positioniert sich schon ganz schön schlau, der Marco. Der macht überall die Türen zu. Jetzt gucken wir mal hier, Stefan Frank. Davor der Thomas Bastin, Platz 16, der ist vorhin mal Dritter gewesen. Auch ein völlig verkorkstes Rennen. Fährt trotzdem noch zu Ende. Sehr löblich. Der Damien Watson hier, selten im Blickfeld, Platz 16. In dem McLaren, auch ein seltenes Fahrzeug. Jetzt sind wir wieder vorne bei dem Duell um die Podestplätze. Und der Tommy guckt sich das ein Stück weiter hinten an, der ist jetzt gerade mal ein bisschen zurückgefallen, aber er hat auch nach hinten ein kleines bisschen Luft.
Denn der Massimo Gabellini, der bekommt langsam Besuch. Oh, da ist der Maxime Foschero abgeflogen auf der Verfolgung. Ich wollte gerade sagen, der Massimo Gabellini bekommt Besuch, aber Maxime Foschero hat sich übertrieben, ist noch ein bisschen weggerutscht, aber sind gleich komplett. Er ist sogar hinter dem Martinaller zurückgefallen. Schade. Während unser Leader hier, der Moe Hussein, so langsam auf die überrundeten Öffnungen selber den René Strasser machen, warum auch immer der hier steht, auf jeden Fall Moe Hussein schon 16 Sekunden Vorsprung. Hier haben wir unser super Duell. Tommy wieder dran. Ich glaube, der Marco, der hat zu kämpfen. Aber Josef Gerson ist nicht nahe genug, um einen Angriff zu machen. Im Gegenteil. Da muss ich jetzt schon wieder Tommy erwähnen, der im Rückspiegelformat halt aufgetaucht ist. Runde 24. Ja, so langsam geht's ans Eingemachte. Sehen wir heute mal sehr, sehr eindrücklich, was die Faszination von iRacing ausmacht. Hier, was für ein super Rennen. Von Anfang bis Ende spannend. Überall Zweikämpfe. Natürlich, der führende jetzt schon ein Stück weg, aber dahinter weiß man nicht, was bis zum Schluss passiert. Gucken wir mal, Tommy immer noch Top 5, super. Also ein hochkarätisches Rennen ist jede Top 5 Platzierung einfach der Wahnsinn. Hat sich bisher keinerlei Fehler geleistet. Ja. Den einen oder anderen machen wir mal, dafür hat sich die Gegner gegenseitig weggeschossen. Das macht zwar mega Spaß, ne? Aber ey, das Schlimmste, was passiert, ist so, dass ich den nach vorne abräume, oder? Weißt du? Weiß ich nicht, keine Ahnung, bis Rennen vorbei ist. Und ich glaube, das Beste, was mit Tommy passieren kann, das wäre, wenn die zwei sich da vorne abräumen und er kommt da sauber durch. Was man natürlich niemandem wünschen und hoffen. Aber so wie es aussieht, ohne fremde Hilfe wird da nicht mehr viel zu machen sein. Schade. Naja, Platz 4, das ist ein absolutes Wahnsinnsergebnis. Das hätte beide einen Offside gegeben. Zeitstrafe meine ich. Seht ihr, der Marco, der hat ganz schön zu kämpfen und es sind noch 5 Runden zu fahren, obwohl die 5 Runden wie viel anhören, sind 5 Runden im Kopf in die absolute Hölle, wenn wir unter Druck stehen. Und wenn du hinterher fährst, dann stehst du unter Zeitdruck, weil dir die Zeit ausgeht zu überholen. Wir hoffen trotzdem, dass alles fair bleibt und dass sich vielleicht das ein oder andere Türchen für Tommy noch öffnet. Ich hab noch 6 Minuten 25 haben wir. Und ich habe noch Sprit für 6 Runden. Schauen wir mal. Bisher, Marco lässt sich keinerlei Fehler. Wir sind wieder ganz vorne, wo ich Hussein, der wahrscheinlich das einsamste Rennen überhaupt hier fährt. Direkt am Start, am René Strasser vorbeigegangen, werden wir hier wieder unser Lieblingsduell beobachten. Muss man einfach den Hut ziehen von dem Marc. Hier ein Stück weiter hinten, Platz 5, Massimo Gabellini, mittlerweile schon ein paar Sekunden Abstand zu Tommy. Und dahinter der Dylan Day und der Marien Noller. Gucken wir wieder zu dem Duell auf den Plätzen 2 und 3. Der Josef Gerson, der wohnt schon hinten im Kofferraum drin, versucht jetzt auch vorbeizugehen, aber der Marco, der stellt sich schön innen rein, lässt ihn keine Chance. Dadurch kommt der Tommy immer wieder ran. Und jetzt schmeißt das Auto weg. Schade für Josef Gerson, aber der jetzt auch gleich 2 Plätze zurückgefallen ist, werden wir gleich in der Wiederholung nochmal sehen, aber für den Tommy ist das natürlich absolute Sahne. Und statt um Platz 2 zu kämpfen, ist jetzt hier auf Felder bis auf den 9. Platz hinter dem Maxime Foschero zurück. Schade. Naja. Man darf nicht nur schnell sein, man muss auch das Auto heile ins Ziel bringen. If you want to finish first, first you have to finish. Alte Rennfahrerweisheit. Natürlich ist er gleich wieder aufgesprungen nach vorne, aber man sollte es nicht übertreiben. Hier der Blick nach ganz vorne.
der Moe Hussein auf dem Weg, den Heiko Lubina zu überrunden. Und hier wieder unser Zweitplatzierter, der Tommy auf dem dritten Platz, die sich jetzt hier um die Podestplätze balken und beide relativ sicher. Oh. Und der Tommy, der hat große Chancen. Er setzt den Mark, er kämpft, aber er macht geschickt, stellt alle Wege zu und das aber ordentlich und sauber, ohne irgendwelche Menschen. Mal gucken, ob es der Tommy noch schafft. Haut eng, viel Zeit bleibt nicht mehr. Wir sind wieder auf der Gegend geraten. Ich schätze mal noch zwei Runden. Hier haben wir wieder den vierten, der fehlerlos seine Kreise zieht und mittlerweile schon, ich glaube, um die 20 Sekunden Vorsprung hat, da ja unser Marco mit dem Tommy genug zu tun hat gerade. So, jetzt laufen beide auch noch auf den Stefan Frank auf, der, glaube ich, der letzte der Fahrten ist, Platz 20. Macht aber fein sauber Platz, greift mir ein in den Kampf hier, so dass ich die beiden Kampfhähne in Ruhe kappeln können. Tommy zeigt sich schon mal, aber findet kein Weg dran vorbei. Der Marco, der macht das wirklich geschickt. Super, wie der hier fährt. Der zeigt hier ähnliche Qualitäten, wie der Tommy selber hat. Also in dem seine Haut will ich jetzt nicht stecken. Ihr seht hier, der Tommy, der wohnt auch schon hinten im Kofferraum drin, die SS. Beide vernünftig bekommen. Und so langsam geht dem Tommy die Zeit aus. Ist auch schwierig auf der Strecke zu überholen. Du musst in den meisten Kurven schon die nächste vorausdenken. Und an den entscheidenden Punkten ist der Marco immer ein Stück zu weit weg. Ihr seht es hier gerade. Wieder Moe Hussein, der trotz seines riesigen Vorsprungs ihn nachlässt. Was ein super Rennfahrer auszeichnet und vor dem muss man wirklich den Hut ziehen. Eine Top-Leistung bisher. Runde 29, vorletzte Runde. Jetzt hat der Marc wieder ein paar Meter rausgefahren, sodass der Tommy nicht angreifen kann hier am Ende der Start-Ziel-Geraden. Und hier gucken wir mal, was Massimo Gabellini macht, Position 4. Oh, und der kriegt von hinten eins auf die Ecke. Der wird sich aber freuen. Top 5 Platzierung, unverschuldet verloren. Das wird sicher ein Protest geben. Der wird dem Dylan D. heute sicherlich keinen Liebesbrief schreiben. Während der Tommy wieder dran ist und den Marco unter Druck setzt, der aber ganz geschickt hier sein Auto immer breiter werden lässt. Ich glaube, so einen breiten Porsche hatte der Tommy noch nie vor der Nase. Jetzt haben wir hier den Maxime von Giraud, Position 8, in der Verfolgung von Chris Perry. Ausgang, Start und Ziel. Ach, schade, eingedreht, eingeschlagen, aber nicht viel passiert. Aber natürlich Plätze verloren und der Kampf zu Ende für ihn. Schade. Und hier unten Colin Patterson fliegt ab. Oh, jetzt häufen sich aber hier die Unfälle. Patrick de Vries. Nach ewig und drei Tagen an der Box rausgegangen mit kalten Reifen, verliert das Auto gleich wieder der Outlap. Der hätte wohl besser heute zu Hause bleiben sollen, gebrauchter Tag. Nächste Runde. So, jetzt sind wir in der Final Lap. Mal schauen, ob der Marc das bis zum Schluss durchhält. Platz 4, der Dylan D., der unser Massimo abgeräumt hat vorhin. Dadurch jetzt Josef Carson. Josef Gerson, der vor uns mal sein BMW weggeschmissen hat, wieder auf dem Platz vorgerückt. Boah. Ah ja. Und Jürg Dimitris im Mercedes still und heimlich auf den 7. Platz vorgefahren. Hast du gesehen? Hier sehen wir unseren Führer in seiner Triumphrunde und unsere beiden Kapitäne im Kampf um den letzten Podestplatz. Ja, Tommy ist zu weit weg. Und wie es aussieht, hat es der Marc in der Tasche. Ändert sich das, da jetzt keine Fehler mehr erlaubt. Die letzten paar Meter für Moe Hussein. Ein Top-Rennen. Chapeau. 15,2 Sekunden. Der hat er jetzt ein bisschen langsam gemacht. Ihr seht es hier. Congratulations. Good job. Well done. Und auch der Marc
der rettet hier sein Platz Ziel. Ein Hammerrennen bis zum Schluss. Muss man auch vor Marco und dem Tommy den Hut ziehen hier. Absolute Sahne. That was nice. Oh, Patrick, tut mir leid. Zweiter hat sich. That was close sometimes, really. Platz 6 der Chris Perry. Platz 7 Jörg Dimitris. Platz 8 Cedric Simon. Oh, Patrick, ey. Ah, ja. Ich bin durchgeschwitzt, Ihr seht die kompletten Endplatzierungen, da alle durchlaufen. Patrick? Ja. Achso. Mega, mega. Ja. Ja, da ist mir, hast du gesehen, da ist mir das Auto schon ein bisschen quer gestanden, deshalb hatte ich ein paar Meter verloren. So, ne? Das hätte eventuell Fahrradkette, aber egal, dritter Platz. Der Linke in dem BMW, der war ziemlich schnell, aber der hat halt so mal die Kiste weggefeuert. Ja. War ein absolutes Spitzenrennen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wir sehen uns bald wieder. War der Auftakt zur letzten Dekade 2021. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich den irgendwo gekriegt hätte, aber der hat schon ziemlich geschickt verteidigt. Bis dahin. So, ne? Bleibt alle gesund. Überall zugemacht. Ciao, ciao, und goodbye. The number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Some ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale. 75, that puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the main. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going.